So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War mit dem Deutschen Orden. Ja, ich will mal kurz gucken. Zuletzt standen ja hier diese ganzen orthodoxen Priester, sind alle wieder abgerückt anscheinend. Einer ist noch da. Und hier rennen sehr, sehr viele Ketzer auch durchs Land. Ne? Hier haben wir einen. Hier ist auch noch einer. Tja, ich will mal überlegen, riskieren wir es oder? Da müssten wir eigentlich relativ hohe Chancen haben, oder? Also, das ist ja gar kein Ketzer. Huch. Der ist gar nicht so schlecht. 57%, da ist mir die Chance einfach zu gering, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wie sieht es hier aus? 66%. Also, ich glaube, ab 80% würde ich es machen. Aber da müssten wir wirklich schon einen sehr selbstbewussten Geistlichen hier haben. Nee. Wir haben noch 1500 Gold. Wir haben noch ein bisschen was. So, genau. Hier haben wir drei Einheiten gratis und hier haben wir auch drei Einheiten gratis. Dann würde ich sagen, wir rotieren noch eine Einheit Pikaniere in Königsberg. Schöpfen das hier also auch alles voll aus. So, wie sieht es eigentlich mit Retraining aus? So, das wäre ja hier nur für Rüstung. Das ist es mir nicht wert. Das können wir uns dann in Reval und Narva überlegen. Da müsste es ja relativ schnell dann auch ja, vorangehen. Wie gesagt, diese Ketzer hier. Also das ist wirklich Guten Tag, Eure Hoheit. überaus nervig. Auch und wieder eine blutige Inquisition, um hier mit diesem Ketzerpack da zu kommen. Ja, die Attentäter werden wir so schnell nicht bekommen, weil da braucht man ein spezielles Gebäude für. Ne? Ich glaube, das war Straßenkanonenbelagerung. Was brauchen wir denn dafür? Akademie. Ja, da bräuchte man eine Festung. Die Akademie. Na gut, hier könnten wir wahrscheinlich sogar eine bauen, oder? Nee, eine Burg. Hier müssten wir erstmal die Burgbibliothek bauen. Ja, aber hier sieht man, was wir schon mittlerweile alles rekrutieren können. Hier Schwertbrüder. Schwertträger, na klar. Ordensschwertträger. Erbträger. Diese komischen Geistlichen, die kein Mensch versteht. Ja. Naja, sieht doch trotzdem ganz gut aus. So, 1000 Gold haben wir noch. Was machen wir damit? Ahrensburg könnte, denke ich mal, auch relativ schnell ein Opfer werden von dänischen Überfällen. Das will ich jetzt nicht. Will ich vermeiden. Deswegen stecke ich, wie gesagt, das meiste Geld auch hier ins Inland, wo der Feind nicht so ganz schnell anrücken kann. Ordensspeerträger. Genau, die Bogenschützen, die schicken wir vielleicht nächste Runde nach Riga. Ja, dass wir gewisse Knotenpunkte hier eben bilden, ne? Also vielleicht hier ein Knotenpunkt Richtung Marienburg, Königsberg. Dann ein Knotenpunkt im Süden. Das wird entweder Minsk oder Lida sein. Vielleicht Lida, weil es ein bisschen zentraler liegt. Und ja, wie gesagt, Riga, Lida und Marienburg. Ich denke mal, das wäre ganz gut, wenn wir uns da irgendwie so strategische Punkte überlegen. Für den Notfall, ne? Also hier Burg Lida, wie gesagt, vorzugsweise gegen Nowgorod und die Mongolen. Marienburg gegen Polen und ja, Riga gegen alles, was aus dem Norden kommt. Ja, wir können ja jetzt auch Reval angreifen. Ne? Wir haben jetzt hier Belagerungsgeräte errichtet. Es sind nicht so viele Truppen in der Stadt. Ich denke, das sollten wir auch probieren. Ne? Wir können ihn hier pushen. Ja. So, und gleichzeitig. Gut, Narva erreichen wir das nächste Mal. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt wirklich mit einem Angriff auf Reval. So.
1400 Mann. Ja, wir sind auf alle Fälle ganz klar im Vorteil. Er ist natürlich, er wird natürlich im Nahkampf ganz ordentliche Vorteile haben. Und die Ritter hier, die ich habe, die müssten wir wirklich mal wieder irgendwie zurückschicken, dass die mal neu ausgebildet werden, weil da ist auch nicht mehr so viel von übrig. Ich weiß nicht, schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob wir nicht doch abwarten sollten. Wie lange braucht man? 6 Runden. Das Problem ist eben, wir haben keine Einheit, die wirklich diese Mauern erklimmen kann. Ne? Ich meine, selbst diese Wikingerräuber haben ziemlich gute Werte. Ja, wir haben viele Bogenschützen, aber gleichzeitig würden uns auch die Türme halt auseinandernehmen. Das ist ja hier auch eine Steinmauerverbesserung. Also das ist schon wirklich übel. Was man nächstes Runde mal probieren könnte, wäre, dass man hier einfach ein paar Truppen abzieht und ja, die zu einem Ausfall provoziert. Ach man, ich bin wirklich absolut kein Freund von solchen Belagerungen. Nein, gar nicht. Was mir auch extrem helfen würde, wären eben die Katapulte, ne? Aber die haben noch einen ziemlich langen Weg. Ja, das sind noch 4 Runden, bis die da sind. Eieiei. Na, vielleicht probieren wir das nächste Runde wirklich, dass wir hier ein paar Einheiten abziehen und ihn dadurch, sage ich mal, zu einem Ausfall bewegen. Ich denke mal, es würde sogar reichen, wenn wir, keine Ahnung, 4 Bogenschützen, General, einmal Ordenssperrträger und einmal Pikniere. Probieren können wir es. So, Novgorod. Nee. Komischerweise wollen die immer noch ein Bündnis. Ja, aber bis jetzt verhält sich alles noch ziemlich ruhig. Ja, wir sind natürlich auch noch nicht weit vorangeschritten, zumindest von der Zeit. Wir sind in Runde 26. Für unsere Bedingungen haben wir, glaube ich, genau 300 Runden Zeit insgesamt. Also, wir sind echt super in der Zeit. Wir haben einen Verräter an unserem Hauptmann. Oh je, das sind 2 Ordenssperrträger-Einheiten gewesen. Aua. Aua, das tut weh. Ich könnte unsere Völker zueinander führen, guter König. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, ich habe das... Bis jetzt hatten wir da wirklich ziemliches Glück, muss ich sagen. Ja, jetzt hat es uns mal erwischt. Also 2 Ordensspielerträger-Einheiten, das tut schon übel. Weh, weil die auch wirklich teuer sind. Da sind ja, glaube ich, 1500 Gold reingeflossen. Ja, in etwa. Das ist schon verschwendetes Kapital. Wir holen mal einen Hauptmann zurück. Ja. Wir holen ihn mal zurück. So. Genau. Dann teilen wir hier einen Hauptmann ab. Ich meine, wir haben ja auch teilweise wirklich Hauptmänner in mehreren Armeen. So, ihr beginnt hier mit der Belagerung und euch schicke ich dann hier auf dieses Dorf. So, die Ritter. Die kommen in die Armee rein. So, dann fügen wir die ganzen Truppen, die wir hier jetzt haben, erstmal diesem Hauptmann zu. Ja, der ist auch ziemlich gut, der hat ziemlich gute Werte. Ja, perfekt. Sieht auch gleich besser aus. Einmal Armbrustschützen nehmen wir auch noch gleich mit. Ich weiß gar nicht, wohin jetzt mit den Truppen. Ja, einfach mal nach Norden. Reva ist sicherlich nicht verkehrt. So, Rundenbericht. Andreas Mahndorf, der ist besser geworden. Boah, Alter. Ritterlichkeit. +7. Das sind tolle Werte. Und Maximilian von Holland ist ein Hexenjäger geworden. Oh ja, das sieht gut aus. 66% nach wie vor. Nö, der soll erstmal hier stehen bleiben. Ich glaube, der macht ganz gute Arbeit aktuell. Bau abgeschlossen in Minsk. Die Minen wurden gebaut. Auch wichtig. Aber ich wundere mich nach wie vor, wie ich es geschafft habe, hier irgendwie eine Bauerneinheit in Polen stehen zu haben. So, vernünftige Beziehungen zu Polen. Ja, das ist schön. So, wir haben mittlerweile sogar einen Gewinn von 7300, also wir steigern unser Einkommen gerade nochmal deutlich. Ja, Reval, ich würde sagen, wir bauen hier einfach noch mehr Belagerungstürme.
Und ich wollte hier einfach Truppen abziehen, ne? Okay, wir ziehen mal die Ritter ab, größtenteils. So. Das dürfte ausreichen. Na, eine Einheit können wir noch abziehen. Ja, so. Vielleicht reicht das aus. Vielleicht reicht das aus. Belagern, sag mal, die Novgorod ist nicht im Krieg, ne? Nee. Hätte ich gesagt, die könnten uns vielleicht helfen, aber die werden uns nicht helfen. Ja, aber diese, das tut von hier wirklich weh. Also zwei Einheiten Speerträger. Aua. Aua, sage ich da nur. So, was wir auch machen können, ist jetzt hier in Marienburg. Wir können hier den Schützenplatz bauen für die Livländer Hilfstruppen. Sehr starke Armbrustschützen. Wie viel Prozent Katholizismus haben wir? 95. Was haben wir noch? Den Exerzierplatz. Ja, wir bauen mal den Schützenplatz. Das ist nicht verkehrt. Und ich hole mir hier auch mal einfach zur Abschreckung noch wenigstens ein paar Einheiten. Einmal Ordenssperrträger. So, ihr kommt nach Marienburg. So, in Königsberg, da sollten wir auch mal wieder was bauen. Ich würde sagen, auch hier die Fruchtfolge. Und dann ist die Kohle auch schon wieder alle. Das geht sehr schnell. Die Gebäude sind sehr teuer auf den höheren Stufen. So, was mache ich mit euch? Wir schicken mal einen der Generäle, würde ich sagen, nach Dünaburg. So. Vielleicht kann man hier irgendwo noch einen sinnvollen Wachturm bauen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, unsere Wachtürme sind wirklich gut mittlerweile hier aufgestellt. Also wir kontrollieren ja wirklich die ganze Grenze. So, und eigentlich müssten wir diese Christusritter hier bis nach Marienburg schicken. Aber das dauert natürlich, ne? Ist ein weiter Weg. Unsere Völker zueinander führen. So, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal nach den Agenten. Genau, unser Diplomat, der darf sich schon mal weiter bewegen. Du versperrst mir den Weg. So. Genau, die Spione, die sollen erstmal so stehen bleiben, wie sie aktuell stehen. Da haben wir alles im Blick. Weiter geht's. Vilnius sieht nicht gut aus. Bestimmt auch mit dem Ketzer zu tun. So, Rundenbericht. Karl von Habsburg hat noch mehr Ritterlichkeit gewonnen, sehr gut. Ich glaube, das bekommen die auch, wenn die länger in einer Siedlung stehen. Und Hofmeister Günther der Schreiter hat einen Biograf bekommen. Noch mehr Autorität. So. Mal ein paar Truppen nach Vilnius. Aufruhr 15%, religiöse Unruhe, ja, die ist nach wie vor ziemlich gravierend. Sehr viel Schmutz haben wir auch. Boah, wir haben extrem viel Schmutz, ne? Ich meine, wir haben noch keine Pest aktuell, aber die Mitteilung bekommen wir auch. Wenn die Pest da ist, dann erfahren wir das sowieso durch ein Ereignis. So, Ordenssperrträger. Und diplomatische Informationen. Novgorod und Dänemark sind im Krieg. Und Novgorod und die Mongolen. Die haben Bündnisse gebrochen. Wahrscheinlich haben die Mongolen sich abgespalten. Ja, und Polen und das Heilige Römische Reich hatten Waffenstillstand. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht gut. So, bekommen wir jetzt Unterstützung durch Novgorod? Nee, bekommen wir nicht. Das ist schade. So.
Und euch immer weiter. Ah, neutrale Seite. Okay. Das heißt, Novgorod hat dort seine Finger im Spiel. Okay, dann ist es so. Dann können wir gleich hier bleiben, wie gesagt, ne? Gut, er hat noch ein paar Bogenschützen rekrutiert. Leider hat er hier keinen Ausfall gemacht, so wie ich mir das erhofft hatte. Dauert nur noch 4 Runden an der Stelle jetzt. Wie gesagt, so viele Truppen bündeln wir jetzt hier auch nicht. So, Riga sieht auch nicht so gut aus. Also zufriedenheitstechnisch haben wir so unsere Probleme gerade in manchen Regionen. Genau, ihr geht nach Norden. So, Riga, das gefällt mir gar nicht, was hier los ist. Religiöse Unruhe. Ketzerei, 28%. Oh, hier ist irgendein Ketzer. Guten Tag, Eure Hoheit. Ah, diese Ketzer, die gehen dann wirklich auf den Keks. Die verhindern halt, dass wir bestimmte Einheiten rekrutieren können. Na, zumindest geht es hier jetzt ordentlich voran. Mit der Konvertierung. Gewinn ist nach wie vor stabil, 7000. Könnte mehr sein, könnte auch weniger sein. Ja, in Riga, da muss ich mir jetzt was überlegen. Da könnten wir wirklich ein bisschen mehr Stabilität gebrauchen. Ja, machen wir eine große Steinmauer. Dann bekommen wir nämlich eine weitere Einheit, die wir unterhaltsfrei unterbringen können. Bisschen mehr Zufriedenheit auch. Bisschen kostspielig, aber ich denke, das ist es wert. So, Pernau. Da gibt es eine Holzmauer. In Ahrensburg mache ich das Ganze auch. Wie gesagt, nicht so teuer. Und auch dadurch bekommen wir weitere unterhaltsfreie Einheiten. So, wir können den General natürlich auch nach Riga schicken. Er hätte nicht so viel Ritterlichkeit, aber vielleicht reicht das schon. Nee. 60% öffentliche Ordnung. Okay, die Stadt ist tatsächlich besser dran, wenn er nicht drin ist. Aber wir bekommen mehr Kohle, wenn er drin ist. Deswegen bleibt er auch erstmal drin. So, sehr schön. Ambusschützen in Marienburg. In der Marienburg. So, dann schicke ich jetzt hier noch eine Einheit von Holang nach Schauen. Na gut, schicken wir die Einheiten auch nach Riga. Bisschen was kann ich hier sicherlich entbehren in der Burg. Ja, passt. Wie gesagt, ich traue mich nach wie vor nicht, Rewald anzugreifen. Wir können natürlich nochmal Einheiten abziehen. Was ich auch ein bisschen lästig finde, ist, wenn man hier auf Angreifen klickt und dann wieder zurückgeht, kann man die Einheit nicht mehr bewegen. Ne? Ja, dann warten wir da jetzt einfach. Sind jetzt auch nur noch 4 Runden. Ich meine, im Grunde kann man das sich auch ganz gut einteilen mit diesen Burgen. Wenn die nicht allzu stark verteidigt sind, dann lässt man eben ein paar Truppen da, den Rest schickt man gleich weiter. Genau, die Mission. Achso, wir haben doch 8 Runden Zeit dafür. Ist natürlich dann doch ein bisschen mehr. Ja. 500 Gulden kostet so ein Schiff. Wir gehen in die nächste Runde. Und unser Diplomat wurde wieder mal aufgehalten. Meine polnischen Freunde. Oh oh. Die Mongolen greifen an. Okay. Die Mongolen. So, ihn schicken wir weiter. Aufstand in Riga. Okay. Oh oh, das müssen wir wirklich unterbinden. Also einen Aufstand in Riga kann ich wirklich nicht gebrauchen. Gut, der hat relativ viel Ritterlichkeit, dann muss ich
ihn jetzt auf alle Fälle nach Riga abordnen. Ja, das müssen wir unbedingt unterbinden. Also das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Riga ist eine so wichtige Stadt für uns. Dann würde ich sagen, wir schicken... ja. Wir schicken die Geräte, die Kriegsgeräte nach Norden. Und die Einheiten auch nach Riga. So, das kann ich hier nicht gebrauchen. Weg blockiert, Siedlung belagert. Ja, die Mongolen. Dafür habe ich ja eine Einsatztruppe, die wir gleich mal in die Ecke schicken. Und dafür sind ja eben auch die Truppen da in der Umgebung. So, haben die jetzt drei Gegner, die Mongolen? Nee. Da gab es auch wieder einen Waffenstillstand. Ja, ein Waffenstillstand zwischen den Polen und den Mongolen. Eieiei. Okay. Okay, wir müssen jetzt hier wirklich fertig werden. Wir müssen jetzt hier fertig werden. Ich denke, das reicht völlig aus. Boah, was haben die denn hier für komische Armeen? Ja. Wir holen die Armee nach Süden zurück. Da hält mich nichts mehr aktuell. Ja, ich meine, solange eine Armee belagert, ist das völlig ausreichend. Die hole ich mir zurück. So. Die ziehen jetzt nach Süden. Dann geht es jetzt gegen die Mongolen. Das müsste ausreichen. Das müsste hier auch ausreichen. So, und dann dauert das jetzt hier noch 6, das noch 3 Runden. Gut, dann dauert es eben eine Weile, bis wir hier den Waffenstillstand haben. So, ich zieh mal zusammen. So ein schlagkräftiges Heer. Ein bisschen viel leichte Kavallerie tatsächlich, aber immer noch in Ordnung. So, und hier schicke ich jetzt auch Truppen nach Süden. Mit Ausnahme der Katapulte. Wenn die nächste Runde da sind, dann werde ich wahrscheinlich sogar angreifen, weil mit den Katapulten dürfte es um ein Vielfaches einfacher werden. So. So, wir holen die Ordenssperrträger und die Pikeniere. Wie gesagt, er ist ja sowieso nicht so gut für die Stadt. So, dann haben wir ihn auch nach Süden. So, der Gewinn ist ein bisschen geschrumpft, jetzt auf 6000, eben auch weil das Handelsabkommen jetzt weggefallen ist. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir kommen noch ganz gut klar aktuell. So, in Horodna selber habe ich 3 Einheiten. Das ist natürlich ein bisschen mau. Und die haben auch schon gebaut hier, ne? Ja, das ist übel. Das Problem, was ich habe, ich brauche gegen die Mongolen auf alle Fälle Fernkämpfer. Ich komme da mit Infanterie nicht wirklich voran. Ja, ich würde sagen, wir rekrutieren hier noch Ambusschützen-Miliz. Dann stelle ich jetzt hier ein weiteres Heer auf. So, dann haben wir uns hier Ordenssperrträger. Ich glaube, wir haben im Süden auch nicht einen Diplomaten. Ne, wir haben hier auch keinen Diplomaten. So, Dünnerburg, da gibt es erstmal noch die Fruchtfolge. Ein bisschen mehr Wachstum brauchen wir dort, dass wir endlich mal die Burg zu einer Festung ausbauen können. Und wie gesagt, brauchen die Truppen im Süden jetzt. Ja, dann schwenke ich erstmal wieder von meinen Plänen ab. Novgorod, ich weiß gar nicht, wie die Beziehungen da sind. Schrecklich hoch. Könnte wirklich besser sein. Aber ich denke, hier die 3 Runden, die können wir entspannt abwarten. Wir binden nicht allzu viele Truppen. Das ist schon mal wichtig. Ja, weiter geht's.
Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich das Bündnis eingehe. Ne, wir lehnen es ab. So, gibt es gleich wieder einen Frieden mit den Mongolen? Ne. Die greifen an. Dann werden wir diese Schlacht dann das nächste Mal spielen. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube zwar kaum, dass wir eine Chance haben. Aber in Hrodna dürften wir ja zumindest Mauern haben. Wir haben ein paar Piken, die auch die Mauern halten können. Ja, vielleicht können wir ein bisschen mit dem Pech arbeiten. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.